Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der eine oder andere weiß ja, dass ich im Grunde meines Herzens harmoniesüchtig bin, Herr Suhr. Aber nehmen wir einmal an, ich wäre böswillig, dann hätte ich mich gestern dem Landwirtschaftsminister bei seinem Osterspaziergang angeschlossen. Und raten Sie mal, das wird wahrscheinlich nicht lange dauern, da haben Sie die Antwort, was hätte ich da wohl gefunden? Na? Ei ist richtig, aber Osterei, Frau Gajek? Ich hätte wahrscheinlich ein Kuckucksei gefunden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren der Grünen, ich meine damit nicht Ihren Antrag, sondern den Umstand, dass wir uns heute hier im Landtag über Transporte aus Sellafield überhaupt unterhalten müssen. Herr Jäger, wenn Sie sagen, wir waren schon immer gegen die Kastoren, dann sage ich Ihnen, das war eine flotte These. Es war Ihr Kollege Trittin, der meinte, die Entscheidung von Angela Merkel aufheben zu müssen und im Jahr 2000 erstmalig wieder die Transporte in die Wiederaufbereitungsanlage Sellafield zulas, als grüner Bundesumweltminister. Und ich erinnere ganz einfach mal daran, im Jahr 98, weil das ist ja dem einen oder anderen entfallen und jetzt kommen die Castortransporte, lieber Kollege Nisere, stoppte die Umweltministerin Angela Merkel diese Transporte, unter anderem wegen erheblicher Sicherheitsbedenken und undichter Castoren. Und so ganz nebenbei, Sie haben darum gebeten, deshalb also auch diese kleine Anekdote. Und dürfen Sie raten, wer eine der Verhandlungen zu diesem Thema undichte Castoren geführt hat? Mit Frau Dr. Merkel, das war ich, und zwar fand diese Verhandlung in Lubmin statt. Insofern war das wohl ein historisches Ereignis und nicht nur für mich. 2 Jahre später kippte allerdings ein Grüner im Wissen, auch um die defizilen Zustände in Sellafield, diese Entscheidung. Und mit Verlaub gesagt, liebe Damen und Herren der Bündnis Grünen, derartige Entscheidungen ordnen sich nach meinen Erfahrungen konsequent in Ihre grüne Erfolgsgeschichte, genannt Umweltpolitik, ein. Und mal so ganz nebenbei, Gorleben kann ein Lied davon singen. Ich erinnere mich noch sehr gut, Jürgen Trittin genehmigte die Transporte und anschließend liefen die Grünen für einen Sturm gegen die Kastoren. Es war natürlich eine schwarz-gelbe Bundesregierung, die zu diesem Zeitpunkt am Ruder war und nicht mehr derjenige, der die Transporte genehmigt hatte. Aber Herr Suhr, jetzt will ich mich doch mit Ihrem Antrag beschäftigen. Und ich lasse Sie auch an meiner ersten Reaktion teilhaben, die lautete, wie oft eigentlich noch. Und glauben Sie mir, auch in dieser Landtagssitzung kein einmaliges Erlebnis. Ich habe mir immer wieder in ganz stillen Momenten gewünscht, dass es irgendwann in unserer Geschäftsordnung noch qualitative Anträge für Kriterien gibt. Aber Sie wissen ja, Frau Gajek, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich komme jetzt einfach noch mal wieder auf meine Frage zurück. Wie oft eigentlich noch? Bei dem vorliegenden Thema bin ich fest davon überzeugt, dass inzwischen jeder Journalist in diesem Land die Meinung des Ministerpräsidenten, des Innenministers, der Landesregierung und des Landtages beschreiben kann, ohne diese vorher überhaupt zu befragen. So oft, meine sehr verehrten Damen und Herren der Grünen, hat sich unsere Landesregierung, der Landtag klar und unmissverständlich und für jedermann nachvollziehbar zu diesem Thema geäußert, außer für Sie. Und das ist auch völlig normal, Herr Jäger. Da bin ich doch vollkommen bei Ihnen und absolut richtig. Denn Lubmin geht uns alle an und interessiert uns auch alle. Und ich frage Sie, lieber Herr Jäger, auch wenn ich Ihrem Argument durchaus folgen kann, dass Sie uns wieder mal motivieren wollten, dieses Bekenntnis zum 200. Mal hier abzugeben. Ich frage Sie, was war eigentlich an der letzten Antwort auf Ihre kleine Anfrage vom 3.3.2014 nicht zu verstehen? Und was bitte bezwecken Sie mit Ihrem Antrag? Außer noch mal allen klarzumachen, dass Sie gegen Atomenergie sind, das Land auch. Ich weiß es nicht. Lubmin verfügt bis zum jetzigen Zeitpunkt weder über die erforderlichen Genehmigungen zur Einlagerung, noch entspricht das Zwischenlager den Erfordernissen des Atomgesetzes. Meine Damen und Herren, ich wiederhole,
in diesem Zusammenhang, liebe Frau Schwenke-Mignon, denn wir haben ja gar nicht den Platz. Das wissen Sie selber, das haben Sie vorhin selbst noch mal darauf hingewiesen. Die Landesregierung hat sich unzählige Maße und unmissverständlich gegen eine Einlagerung von Castor-Behältnissen aus Sellafield und Lubmin ausgesprochen. Mehr kann sie nicht tun. Ein absolutes Nein ist nicht steigerungsfähig. Und was anderes werden Sie von meiner Fraktion auch nicht hören. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.